was sind Ihre wichtigsten, kann man sagen, Überzeugungen? Also vielleicht ein paar, drei, vier Überzeugungen, die Sie haben. Sie haben zum Beispiel eine wichtige Überzeugung ist, für Sie ist der Verstand, geht vor die Offenbarung. Das heißt also, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist der Verstand derjenige, der bestimmt, ob das richtig ist oder falsch ist und ob man daran zu glauben hat oder ob man nicht daran zu glauben hat. Zum Beispiel, wenn Sie über Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften sprechen, Sie glauben, dass Allah azza wa jal alles hören kann, so wie wir auch glauben, dass er alles hören kann, subhanahu wa ta'ala. Aber ist unabhängig davon, wenn man ins Detail geht, kann sich auch wieder Unterschiede befinden. Aber bei der Eigenschaft As-Sama', das Hören können, daran glauben sie. Aber zum Beispiel andere Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel, dass er im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt, daran glauben sie nicht mehr. Das heißt, der Verstand bei ihnen entscheidet, diese Eigenschaft akzeptieren wir und diese andere Eigenschaft akzeptieren wir nicht. Warum? Natürlich, Entschuldigung, warum sie manches akzeptieren, warum sie manches nicht akzeptieren, ganz einfach, diese Frage ist von ihrer Seite zu beantworten, nicht von unserer Seite, das zum einen. Und zum anderen gibt es keine logische Begründung dafür, es gibt nur Scheinbegründungen dafür. Zweite Sache, sie glauben nicht an die As-Sifat al-Fi'liya, von denen wir gesprochen haben, As-Sifat al-Fi'liya, al-Ikhtiyariya. Könnt ihr euch erinnern, wir haben über die Eigenschaften des Handelns gesprochen, die Allah subhanahu wa ta'ala macht, wann er will. Das heißt zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinunter. Das ist eine Handlung Allahs subhanahu wa ta'ala. Diese Handlung macht er subhanahu wa ta'ala, wann er will. Deswegen nennt man sie Ikhtiyariya. Ikhtiyariya heißt so viel wie freiwillig. Also er macht sie, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaften, wie zum Beispiel, was er gesagt hat, hinabsteigen, das Kommen am Tage des Gerichtes, dass er zufrieden ist und zornig wird, subhanahu wa ta'ala, diese Sachen glauben sie nicht daran, sondern sie interpretieren das um. Drittens, von allen Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, grundsätzlich glauben sie an sieben davon. Grundsätzlich glauben sie an sieben davon. Alle anderen davon, entweder leugnen sie sie, das ist natürlich letztendlich der Fall, aber man kann sagen, entweder sie interpretieren sie um, oder sie sagen, Allahu a'lam, was damit konkret gemeint ist. Und könnt euch daran erinnern, ich habe gestern darüber gesprochen, über die Sache mit dem Thron Allahs selbst, subhanahu wa ta'ala, al-Arsh. Sogar da, obwohl das nicht mal eine Eigenschaft Allahs ist, subhanahu wa ta'ala, sogar da sagen sie, yani, Allahu a'lam, oder manche von ihnen zumindest, Allahu a'lam, was damit konkret gemeint ist. Wenn sie fragt, was ist al-Arsh? Die sagen, al-Arsh ist al-Arsh. Das heißt, sie geben dir keine Information, weil sie befürchten, dass sie dadurch Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Geschöpfen vergleichen. Und das ist die ursprüngliche Krankheit, auf die wir bereits hingewiesen haben. Und dann noch vielleicht ein viertes wesentliches Merkmal. Für sie ist der Iman das, was man im Herzen bezeugt. Das, was man im Herzen bezeugt. Das heißt also, wenn ein Muslim glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, an die Engel und die Bücher und alles, was er woran er glauben muss, dann, selbst wenn er nicht sagt, La ilaha illallah, selbst wenn er nicht betet, nicht fastet, diese Religion sozusagen überhaupt nicht umsetzt, er gilt trotzdem als gläubiger Mensch, als Mu'min, und er wird am Tag der Auferstehung erfolgreich sein.